Willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Yeah! So, wir haben im letzten Part die Sanitätermission absolviert, Level 12. Das war ja ein hartes Stück Arbeit, aber wir können jetzt unendlich laufen. Also Claude ermüdet nicht mehr, das ist sehr gut. Und wir haben auch sehr viel Geld dazu bekommen, da ich sie auch öfters machen musste, die Sanitätermission. Jetzt haben wir schon 118.000. Und deshalb gehen wir uns jetzt erstmal ein paar Waffen kaufen. Hat er jetzt den Schinkfinger gezeigt. Betritt den Ammunition-Laden, um eine Waffe zu kaufen. Ich hoffe, die haben jetzt hier... Natürlich nicht. Nicht vorrätig. Achso. Okay, jetzt habe ich eine Pistole gekauft. Egal, ich hab's ja. Super. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Egal. Ich brauche unbedingt eine bessere Waffe. Ich habe hier nur 25 Schuss. Aber wir sind ja noch ganz am Anfang von den Missionen. Also ich denke, dass die in jetzigen Missionen noch nicht allzu schwer sind. Wir fahren zu Joey. Den haben wir kurz kennengelernt. Joey heißt er, glaube ich. Ja, ich hoffe es doch. Den haben wir kurz kennengelernt bei einer Mission von Luigi. Luigi haben wir ja schon durch. Und heute kümmern wir uns um ein paar Missionen von Joey. Da klingt irgendwo ein Telefon. Da gibt es ja auch so Telefonmissionen. Die mache ich auch bald, aber im nächsten Part denke ich noch nicht. Ich denke, im nächsten Part mache ich erstmal Bürgerwehrmissionen. Aber heute wieder Missionen. Hey, I'm bored. When you gonna drill me? In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, he won't be eaten forever. Alles klar, wir sollen da 8 Ball... Oh nee, schon wieder Zeit. Das ist dumm und ich habe hier kein schnelles Auto. Aber ich denke hier... Die Zeit, das wird kein Problem sein. Also ich hoffe es doch. Fuck. Schon wieder Zeit. Die letzten beiden Parts, Zeitdruck. Ich bin scheiße gefahren, glaube ich. Und als wir bei Luigi waren, also hier bei Joey, meine ich, ich hoffe, er heißt Joey. Ich habe schon wieder vergessen, ich komme ja immer durcheinander mit den Namen. Und da haben wir ihn ja kurz gesehen und da habe ich auch kurz gemeint, Claude hat gesprochen. Aber danach habe ich direkt schon wieder gezweifelt, nee, Claude redet in dem Spiel nicht. Das wurde auch kommentiert. Das war dumm. So, das Auto soll mir klauen. Hier, das kennt ihr, das ist doch dieses Bistro. Bringt Forellis Wagen zu 8 Balls Werkstatt nördlich von hier hinter Easy Credit Cars, glaube ich. Hier, das kennt man, wenn man San Andreas gespielt hat oder mein Let's Play oder irgendein anderes Let's Play geschaut hat. Denn man ist in einer Mission kurz nach Liberty City geflogen. Das fand ich sehr cool. Und da hat man da in dem Bistro da rumgeballert. Das war einer der coolsten Missionen, fand ich irgendwie, weil es so stylisch gemacht war, dass man nach Liberty City geflogen ist und da war, hat glaube ich auch Schnee gelegen, das war sehr stylisch. So, 8 Ball. Da ist 8 Ball, ja, das ist ein Informationsding, das tun wir uns jetzt noch nicht. Wir müssen ja jetzt hier hin machen. Aber dann macht die Bombe mit der Num-0 Maustaste. Okay. Parke den Wagen wieder vom Marcos Bistro, genau, das so heißt es. Okay, jetzt muss ich hier auf mein Auto natürlich aufpassen, ich kann das ja nicht wechseln. Gehört ja dem Anwalt oder, nee, wer das ist, der wohl nicht bezahlt hat. Ja, Anwälte kommen hier auch immer oft vor in GTA. Aber da haben sie mir jetzt großzügig Zeit gegeben. Kommt drauf an, ob ich noch irgendwas machen muss. Ich bin ja schon wieder da, also 5 Minuten, über 5 Minuten. Das ist ein bisschen viel. Und ist es hell, unfassbar. So, dann packen wir das ganz schön und dann macht es Bumm, hoffentlich. Und es laggt nicht mehr, haha, dank den Windows-Updates. L-Taste. Dann nicht sie weg, ich hau ab. Okay, ich wollte zwar noch weiter wegrennen, aber auch gut. Da kommt er. Oh weh, das wird böse. Wurde auch kommentiert, GTA 3 ist eins der brutalsten GTAs. Das, die schreien auch immer brutal, da fließt sehr viel Blut. Und das wird jetzt wieder sehr brutal. Und bin gespannt auf das Feuerwerk, ich hoffe ihr auch. Und? Oh weh, oh, Prost Neujahr. Mission erfüllt, 10.000. Das war ja sowas von eine leichte Mission, aber... Boah. Oh.
Verpiss dich! Meine Fresse! Ich bin sehr weit abgehauen, muss ich echt sagen, ne? Also ich war das nicht, natürlich hat die Polizei mich gesehen. Das hol ich gleich. Ich muss erstmal flüchten. Ich bin schon nie hier rumgelaufen. Da ist mit Sicherheit auch irgendwo ein Päckchen. Ist das so klug, was ich ja mache? Kann ich irgendwo runterfallen? Das stresst mich. Au, da ist ein Rampage. Okay, gut zu wissen. Das sind die Amokläufer-Dinger. Die braucht man für die 100%. Also, wenn man die 18er-Version hat, die habe ich ja. Könnt ihr euch auf ein schönes Gemetzel freuen? Den mache ich allerdings jetzt noch nicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele es gibt. 20, 30. Muss ich nochmal nachschauen. Ich denke, ich werde die. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ob ich extra Parts mache. Nee, ich glaube, ich werde die so abwechselnd machen. Aber erst wenn ich einige Waffen habe, Munition und so. Und ich kann hier runterspringen. Das ist ja. Da steht man ja nicht. Und wenn ich eine Schutzweste mal habe. Und Schutzweste bekommt man. Wie bekommt man nochmal? Ich glaube, wenn man Bürgerwehrmission macht, bekommt man die, glaube ich, ins Versteck gelagert. Kann man das so sagen? Und genau wie bei der genau. Ihr versteht mich. Bei der Sanitätermission ist so eine Adrenalinpille und ein Herz ist in mein Versteck geliefert worden. Das war gut. Und da ist ja noch ein Baseballschläger, aber eine Schutzweste, die könnte ich langsam mal brauchen. Wurde doch irgendwo kommentiert. Scheiße. Ich weiß nicht mehr, irgendjemand hat mal geschrieben, wo die ist, wo eine Schutzweste ist. Hier nicht? Egal. So, ich würde sagen, wir fahren nochmal zu Joey. Zu unserem Homie. Mal schauen, ob der wieder so eine leichte Mission hat. Da klingelt schon wieder das Telefon. So, Joey. Chunky Lee Chong is pushing Spank for some new gang from Columbia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Claude war wieder sehr gesprächig. Und was hat er gelabert hier mit dem Auto? Wir haben ein Auto, meine Fresse. Oh, keine Zeit, unfassbar. Wow, so, ne? Ich gehe kurz zum Ammunition. Ne, ich gehe nicht zum Ammunition. Ich habe hier genügend Waffen. Denke ich mal. Ah, Chinatown, Triadengebiet. Da bin ich am Überlegen, mit welcher Waffe ich den ausschalten soll. Der flüchtet bestimmt irgendwie. Okay. Ich überfahre jetzt einfach. Ich mache zwar nichts, aber egal. Ich spring davor, Idiot. Komm. Wir machen das einfach so jetzt. Achso. Natürlich, als ob da welche mit dem Basic stehen. Oh, es ist ja hübsch. Okay. Das war's mit der Mission. Den überfahren wir noch. Und holen uns noch die Pistole. Weil wir es können. Darf ich den jetzt überfahren? Ich überfahre die jetzt einfach alle. Das bringt Geld. Noch jemand? Da ist noch jemand. Okay, das sind mehrere. Scheiß drauf. Schon noch die Waffe hier. Also bis jetzt. Nein. Das Geld. Hab ja genügend. Okay, bis jetzt sind die Missionen sehr leicht. Das gefällt dem Guna. Auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir fahren nochmal zu Joey. Weil ich will jetzt keine Nebenmission oder so anfangen. Allerdings wollte ich die ja ganz am Anfang machen, die ganzen Bürgerwehrmissionen. Und die Missionen, wir gucken kurz mal in die Statistik. Da steht ja, wie viele Missionen man schon gemacht hat. Und Prozent, 7%. 7 von 73 Missionen. Also fast ein Zehntel. Das gefällt mir. So, nochmal zu Joey. Mal schauen, nochmal so eine leichte Mission, der Geldtransporter, okay. Alright, we're gonna hit the payroll van. It leaves the edge of Chinatown every day.
Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. And take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder Zeit. Schaden, okay, den müssen wir wegrammen. Deshalb holen wir uns ein Taxi. Ich weiß noch nicht warum, aber egal. Achso, ich habe nicht genug, nicht volle Energie, aber egal. Also, abschießen geht sowieso nicht. Wir haben ja sowieso wenig Muni. Der fährt da nicht, da ist ja gar keine Zeit. Ich dachte, der fährt da nicht immer rum. Ja, steigert sich der Schaden? Dings muss auch. Mein Taxischaden steigert sich. Achso, oh, Fail! Das, sorry Leute, das war ein Fail. Ich hab das falsche Auto gerammt. Ich dachte, der Pfeil wäre da. Ich glaube, ich muss gleich das Auto mal wechseln wieder. Ich glaube, das muss ich hier 2-3 Mal machen. Nö, sehe ich gar nicht ein. Braucht ein Auto. Komm her. Hä? Wieso bekomme ich einen Stern? Ich dachte, die wo ich ihn gerammt habe, gehören zu denen. Mann, Laternen, ich hasse die Laternen. Genau wie in Vice City, da bleibt man immer hängen. Wow. Ich habe 2 Sterne, das ist nicht gut. Hatte ich noch nie. Warum habe ich 2 Sterne? Ich habe doch gar nichts Böses gemacht. Ich nur ein bisschen Rambazamba hier veranstaltet. So, ich denke jetzt... Das war natürlich klar, dass der abbiegen muss. Ja, ich denke, das packen wir jetzt gleich. Komm her. Düt. 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 Ja, Polizei macht auch noch ein bisschen Arbeit. Yeah. Ja, das ist dumm. Polizei, verpisst euch mal kurz. So, kurz Vorsprung lassen, weil der steigt ja gleich aus und da muss ich einsteigen. Ist ja immer gefährlich. Wenn die Polizei da in der Nähe ist. Okay. Fahr den Transporter zur Garage. Zu der Garage. Alles klar, ihr folgt mir, gebt mir Rückendeckung, das gefällt mir. Finde ich sehr toll. Muss mal nachschauen, was das mit der Telefon-Dings, mit dem Telefon da zu tun hat, auf sich hat. Was das für eine Mission ist. Könnt ihr auch gerne mal schreiben, ich gucke aber auch nach. Weil die will ich dann auch demnächst mal machen. So, das war auch eine leichte Mission. Raus aus... Ja, ist gut, Spiel. Das ist dumm, wenn man in der Garage ist, da kann man sich nicht drehen. Dann muss man zurücklaufen. Rückwärts laufen, das ist dumm. So, 20.000. Meine Fresse, das Spiel geht mir zu schnell. Die Story-Mission auf jeden Fall bisher. Aber... Okay, El Burro bietet dir eine Chance über den... Was? Öffentlichen Fernsprecher in Hepburn Heights, mein Fress. Erfährst du Näheres? Du musst jetzt hier mich darauf konzentrieren zu lesen und zu flüchten. Okay, da kann ich zum Fernsprecher irgendwas. Mach ich noch nicht. Luigi, sollen wir wieder zu Luigi? Wir fahren... Nee, wir fahren nicht mehr zu Luigi. Doch, wir fahren noch zu Luigi. Dann mache ich noch eine Mission heute. Das ist wahrscheinlich die letzte... Kann ich runter? Jo. Das ist wahrscheinlich die letzte für Luigi. Für Joey, sorry. Jetzt habe ich die ganze Zeit Luigi gesagt, glaube ich. Für Joey meine ich natürlich. Es kann sein, dass ich dann die nächsten 2 Parts mal die Missionen hintereinander mache. Verschiedene. So. Oh! Here's the guy I was telling you about. All right, listen, this guy, he ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Hey, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant at St. Mark's, all right? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying their protection money. And watch the car. Joey just fixed this junk heap. So no fancy crap, okay? Okay, ich muss ihn dann nur hinfahren.
Was hat er gesagt? Ich soll auf das Auto aufpassen. Ja, es tut mir leid, das war ich nicht. Das war das Auto vor mir. Okay, geht das jetzt noch irgendwie? Oder habe ich das jetzt irgendwie versaut? Aber dann würde das doch irgendwie da stehen. Tony Cipriani, ist das nicht der Dingsbums, der... Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Also den... Mann, wie heißt es jetzt nochmal? Den, wo man spielt, den GTA Liberty City Stories. Den... Mir fällt das Wort nicht ein. Hauptcharakter, Protagonist, genau. Der kommt mir irgendwie bekannt vor, den Name. Oder war der in irgendeinem anderen GTA kurz mal vorgekommen? Ich weiß es nicht mehr. Was geht denn mit euch? Natürlich! Bring uns hier raus, mach ich. Die Musik geht mir jetzt zwar auf den Sack, aber ist egal. Wird ich verfolgt irgendwie? Ich glaube nicht. Oh, ich kenne mich so gut aus in der Stadt und verfahre mich direkt. Da komme ich durch, ja. Ja, da komme ich durch. Ich bin mal gespannt auf die zweite Stadt, weil da kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Dritte Insel meine ich. Zweite und dritte Insel halt. So, wir sind schon da, das wäre ja wieder leicht. Okay, Mission erfüllt, 3000. Komm, geh mal schnell raus. Rein in dein Haus. So, für Tony können wir jetzt auch wieder Missionen, können wir auch Missionen machen. Für Joey immer noch und da der Telefonsprecher. Yeah! Nutzi! Im Ammunition, ich dachte im Versteck. Okay, das ist gut. Wir haben ja genügend Geld, da können wir uns Waffen kaufen. Brauchen wir bald nämlich, denke ich, wenn es ein bisschen brutaler wird. Und nächsten Part wahrscheinlich Bürgerwehrmissionen. Okay, also das war's dann für den Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.